Ach komm, wir machen weiter. Ich glaube, wir kriegen das schon irgendwie hin. Das Ding war jetzt nur nicht allzu viel lange. Wir gucken es. Oh, da steht Mr. Krabs. So, guck mal, Hands on. Ja. So. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt in echt heißen. Ich stand sie so einfach. Keine Sorge. Warte mal. Ich weiß, ich habe Mr. Krabs schon gesehen. Keine Sorge. Und wir machen. Was? Warum gehst du nicht dran? Jetzt. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Das ist ein Gold, das ist ein Goldener oder das ist ein Silberner? Ach, das ist so eine Kugel, die da rein muss. Okay. Das ist so ein Parcours. Was ich richtig gesehen habe. Oh, das war keine Absicht. Upsi. 998. Hör mal, Junge, unter diesem Glas befindet sich Gold. Gold, sage ich. Meine Augen werden schon feucht, wenn ich es nur ansehe. Du musst lediglich diesen riesengroßen Ball in diese Tasse befördern. Was für eine Tasse? In das Loch. Ich bringe den Ball dann ins Rollen, Mr. Krabs. Du musst zuerst auf dieser Rampe Blasenbowling einsetzen, um den Schalter zu treffen. Viel Glück, SpongeBob. Mein Geldbeutel zählt auf dich. So, da haben wir ja auf jeden Fall den relativ wie. Ach, das ist noch ein. Ach, du Assi. Das ist. Okay. Ah, es geht doch nichts über den Okay. Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach. Sieg. Okay. Muss ich jetzt da hoch oder was? Der war ja schon da rum. Was für eine Tasse muss ich denn da hin? Hey, warte mal, ich überlege gerade. Ah, damit verbinde ich die Bahn also. Okay. Das musst du machst auch irgendwas. So, den Hinsong mache ich ja mal kurz. Okay. Ja gut, dass irgendwas sich... So klar. Okay, warte mal. Ich war doch da eben schon oben. Ah, hier muss ich hoch, genau. Wo kommt die scheiß Maschine her? Wo habe ich das Ding? Ich will mal ein bisschen Ruhe haben gerade. Muss ja oben wahrscheinlich irgendwo sein. Nimm das. Warte mal. Du wirst mich jetzt verachsen, oder? Wie soll ich da? Was soll ich denn da machen? Soll ich das ganze Ding? Ich muss den Blasenbowling einsetzen. Soweit habe ich das schon verstanden, aber. Lass mich raten, ich muss das Blasenbowling einsetzen und dann dabei noch den Parcours machen. Jetzt verstehe ich es. Okay. Das wird alles automatisch gemacht, wenn ich irgendwas aufbaue. So. Soll ich das denn schaffen? In der Reihenfolge jetzt. Warte mal, wo kommt die Kugel jetzt? Das ist die scheiß Kugel. Ach da. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Was soll ich das denn hinkriegen? Was ist das für ein Mist jetzt? Ja, ich hab schon verstanden. Ach, jetzt sind wir gerade mit dran. Aber wohin kommt der? Der muss ja von da oben irgendwo kommen. Ich will den Typen erstmal besiegen, aber ich weiß nicht, wo die Maschine steht.
verarschen? Alle Neune! Ah, der ist länger. Wo muss ich jetzt hoch? So, der. Ach, okay, jetzt verstehe ich, was denn der Sinn der Sache. Hell? Ist doch nicht rot. Och, okay. Ja, okay. Okay, ja. Okay, komm. Why not? Also, warte mal. Den da rein. Dann rüber zu der Ding hier, zu dem. Würde ich da rüber nehmen. Komm. Jetzt will die Kugel da rein. Fall. Schlenz erfolgreich. Den da hoch. Jetzt geht die Kugel da runter. So, ich Frage. Nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Ja. Es riecht nach Shit. So, warte mal. Jetzt gehst du. Hä? Warte mal. Nee. Hä? Was ist denn die scheißigste Station? Warte mal. Also, das Ding. Ist ja klar. So, jetzt muss ich überlegen, wie machen. Klappe. So, und dann fällt die Kugel hier runter. Jetzt muss ich aber. Die muss ja da irgendwie wieder rüber. Aber wie kann ich das Ding aktivieren? Das ist ja noch zu früh. Das da muss davor sein. Aber wie kriege ich das aktiviert? Warte mal. Das ist ja dann danach irgendwann. Oder warte mal, ich habe eine Idee. Ist ja was Schwachsinn, oder? Klappe jetzt. Das wäre doch Schwachsinn da. Das ist es auch nicht. Warte mal, wie ist das denn? Mit dem Ding jetzt. Wie soll ich das jetzt aktivieren? Ich vermute, dass das, wie gesagt, das ist das gleiche Grün. Dieser Schlenzer muss gemacht werden. Hey, warte mal. Okay, ja, doch. Der und dann da hoch. Alles klar. Der, dann da hoch. Warte mal. Da sind die Überbrückung des Ding. Und dann muss ich hoffentlich ein bisschen klar. Und dann muss das da irgendwie per Dings rauf. Die Frage ist, wie weit ist denn der Checkpoint? Und dann muss ich das Ding, glaube ich, in diese Röhre da machen, oder? Und dann müsste es. Oh, warte mal, oh Gott. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Der. Warte mal. Aber da geht der wahrscheinlich in die. Genau, die Kugel trifft dann den Ventilator an. Der Ventilator macht irgendwas. Dann könnte das funktionieren. Doch, wir versuchen es einfach mal. Das Thema. Ich versuche es jetzt. Wie gesagt, mehr drei Tasten können wir jetzt eh nicht. Mehr drei Tasten können wir eh nicht. Aber wahrscheinlich wird das dann doch eine kurze Folge wieder zuvor. Weil dann nachher den wieder. Also, das Ding aktivieren. Warte mal. Jetzt bin ich Physik auf. Ja, doch. So, das da rüber. Warte. Die Röhre. Jetzt wird die Kugel da rein.
So, das geht darüber. Warte mal. Ja, doch, irgendwas. Hey, warte. Ach, scheiße, ich muss da wieder. Hau ab jetzt von mir! Nein! Nein, Mann! Weil du dann mit dem Runterbowling, ja, du gehst mir auf den Sack, Kenzer, Mann. Du gehst mir so ein bisschen auf den Senkel gerade. Presse jetzt. Ich hab den Checkpoint verpasst. Ich hab das Ding verpasst in dem Moment. Zeit genug wäre, ja. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist machbar. Also, sag das darüber, das darauf. Oder auch nicht. Das dahin. So. Oh, das könnte von der Zeit der Kraft werden. Passt aber. Ich sehe nämlich auch nichts. Was machst du? So, jetzt muss das irgendwie darüber. Jetzt hoffe ich, dass das von der Zeit her jetzt passt. Ich beschreibe, dass du musst. So, jetzt muss das darüber. Jetzt hoffe ich, dass das geht von der Zeit her. Oh, aber auch mit diesem Düsel. Jetzt muss ich darüber. Der muss da hoch. Oh, jetzt muss ich aber passen von der Zeit. Geh mir jetzt auf den Senkel. Ernsthaft, das ist jetzt natürlich ein bisschen assi, weil jetzt muss ich die ganze Scheiße nämlich nochmal neu machen. Ja, super. Es gibt natürlich keinen Checkpoint. Ernsthaft, ey. Und diese scheiß Roboter, ich krieg die nicht weg, weil die mir tierisch auf den Senkel gehen. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach. Das Problem, wenn ich das Ding verkacke. Aber jetzt muss ich darüber. So. Was? Was? Die scheiß Kugel ist weg? Ah. Ah. Ah, die geht jetzt auch wieder. Also ich bin bis zur Windbrücke gekommen. Natürlich geht die raus, ey. Ah, Mann. Das Problem, ich will den scheiß Dings haben. So. So. So, jetzt geht der raus da, weil ich muss ja... Willst du mich verarschen? Wieso ist die Scheißkugel runtergefallen? So. So, jetzt einen kleinen Moment. Die geht jetzt rüber. Ich hoffe, dass das für der Zeit der passt ungefähr. Die geht jetzt rüber, der Schnitzer.
Nee, ich bin runtergefallen. Nee, das passt nicht für das Wetter. Das wird knapp. Jetzt kommt die Kugel nämlich erst. Ich befürchte, dass das so enge wird von der Zeit her. Ja, nein, das wird nicht werden. Och, Mann, oh. So. Du könntest einfach mal einen Checkpoint setzen, mein Freund. Ist die Fahrt jetzt? Was ist du jetzt runtergefallen? Weil die Bahn wieder. Ist die Bahn wieder zurückgegangen? Okay. Mann. Es geht doch nichts okay. Über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach. See. Ich sehe leider durch den Hammer nichts. So, jetzt muss ich wissen. Na komm, geh rüber. Boah, ist das ist tricky, würde ich sagen. So, jetzt geht der rüber. So, jetzt Fragezeichen. Reicht das für dich? Oder könnte das zu knapp wieder sein, wenn der Zeit ist? Ich befürchte, dass es knapp ist. Nein! Nein, 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 nein! Boah! Alter! Oder? So, jetzt geht die Bahn darüber. Alter, 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 Alter! Geh weg! Fick dich! Nein! Nein, 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 nein! Warte, nein, 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 nein! Warte, das müsste wieder rüber, ne? Alle Neune! So, warte. Ich befürchte, dass das was war. Oder? Mann! Weiß ich, dass ich das Ding nicht getroffen hab. Das ist ein komischer Dings, aber. Och Mann, oh, ey, du könntest mal einen Checkpoint setzen. Ich bin so gut dabei gewesen. Ich hab die Scheiße so gut hingekriegt. Und dann verkackst du es echt wieder. Weil ey, wenn ich das Ding nicht getroffen hat. Oh Mann. Natürlich, klar. Die scheiß Kugel ist wieder weg. Natürlich ist die scheiß Kugel wieder weg. Ernsthaft? Zurück. Fürchte. So, der geht jetzt da rüber, stand so. Scheiße, ey. Hab ich das Ding getroffen mit dem. Das ist wahrscheinlich machbar geworden. Die Frage ist, von wo muss die kommen? Wann muss die da sein? Nein! So, jetzt geht's rüber. Die Frage ist, reicht das? Oder geht die genau in dem Moment wieder rüber? Nein! Du gehst wieder rüber, du Arsch! Warum? Später sogar noch.
Ey, die ist doch schlimmer als die Rutschbahn, das Ding hier. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen. Noch später sogar. Das riecht nach... See. Natürlich ist die wieder runtergefallen. Ernsthaft, ey. Kann ich das Ding nicht einfach ab? Scheiß drauf scheißen? Nee, ne? Was bist du jetzt wieder? Wo bist du jetzt schon wieder runtergefallen, Kugel? Er hat doch wegen dem scheiß Ding da, oder was? Oh Mann. Kann ich ihn nicht als geschafft? Alle Neune! Oh, jetzt geht die Kugel da wieder runter. Bin ich im Weg? So, jetzt geht das runter. Die Kugel da. Jetzt muss ich einen kleinen Moment warten. Ach, fuck, Alter, ich hab diesen Scheiß da. Dieser Scheiß Ventilator, ey, wenn der nicht gewesen wäre. Du hast halt nicht die Zeit dafür, das ist das Problem bei der Sache. So, jetzt muss ich einen kleinen Moment warten, weil jetzt musst du natürlich hoffen, dass du den Punkt triffst. Natürlich. Was willst du jetzt schon wieder? So, das könnte irgendwann von der Zeit, aber es könnte klappen. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Mann, nerv ich dich. Du brauchst jetzt nicht unbedingt mich zu nerven. Für was? Achso, das sind die anderen Dinger, die zurückgesetzt sind. Jetzt hab ich verkackt selber. Ich spring von der Kackding runter. Och Mann. Ich versau's mir gerade selber, ey. Du gehst mir auch gerade ein bisschen auf den Sing. Ja, die Schnauze. Damit der Ball das Ende erreicht, musst du die Maschinenteile entlang der Strecke bewegen. Ja, ich hab das schon verstanden. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich will das eigentlich gerne beenden, das Thema hier, weil, ja... Fetten, aber ich weiß nicht, kann ich das jetzt einfach hier beenden? Aber meinst du das gerade nicht? Wie eine Frühlingsbrise. Zur Hauptkammer der Heldenhöhle zurückzukehren. Ja, das ist natürlich klar, dass ich das Ding eigentlich hätte gerne. Also eigentlich Hauptkammer, ja. Was haben wir denn überhaupt noch? Wir haben ja alles beendet, mehr oder weniger, bis auf das Ding hier. Das ist ja eine optionale Variante, oder? Wir haben ja alles. Komm, einmal probieren wir es noch und wenn es nicht klappt, dann lassen wir es, dann scheiße ich da drauf. Ernsthaft? Achso. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen. Und jetzt pass auf, jetzt klappt's mit Anhieb. Es riecht nach See. Jetzt müssen wir gleich einen Moment warten. Das ist ja da drin, das ist sehr gut. Jetzt müssen wir gleich einen Moment warten, bis der da fertig ist. So. Lass mich raten, du gehst natürlich an den Moment, wenn dir... Das wird wahrscheinlich zu früh gewesen sein. Ja, das war natürlich zu früh. Das war klar. Gut, ich scheiß da drauf, wenn ich ehrlich bin. Schade. Ja, geh mir nicht um den Senkel jetzt. Nein, 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 nein. Egal, sei es drum. Wir gehen zurück.
Ich scheiße auf den Pfannenwender. Wir haben hier alle, mehr oder weniger, also, was heißt alle? Wir haben aber die. Warte mal. Da geht's nicht. Warte mal. Jawohl, warte mal, ich will die Nummer. So, warte mal. Ich hab schon verstanden, aber ich muss jetzt gerade gucken, dass ich jetzt mal eben. Gibt's da sowieso keine? Doch, da hinten lang, ne? Und ich soll wieder an den Anfang, mehr oder weniger zurück. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So, und die Frage ist, habe ich jetzt. Ich habe ja alles mehr oder weniger, ne? Ich habe wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem. Okay. Hier ist die versprochene Belohnung. Du hast alle Sicherheitsüberbrückungsschalter gedrückt. Drücke jetzt den Hauptabschaltknopf. Gut, dann werden wir heute tatsächlich die Heldenhöhle. Wir haben jetzt 65, es fehlen 3. Klar, der bei Spoiler bei Mr. Krabs auf jeden Fall. Vermutlich den ja nicht, ne? Oder auch nicht, ich treffe nicht mal. Ach, da hinten geht's zur Brücke. Okay. Was ist das, die jetzt? Ja, das haben wir ja schon gelesen, das kennen wir ja mittlerweile. Ja, böse. Ach, das ist noch mehr. Okay. Das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet und unsere Vorsorgeuntersuchung verlief bestens. Ein Alles klar. Auf die Gerechtigkeit und ihren mehrfach großartigen Ruhm. Ja, Gerechtigkeitsjunge. Du hast auch die Stromversorgung des BIG der Heldenhöhle gekappt. Das Bösewicht-Isolationsgebiet. Ist das schlecht? Riecht mehr, Jungfrau Mann, nach saurer Milch? Ja, ja, das tue ich. Oh nein. Einer der Bösewichte ist wohl ausgebrochen. Wie bitte? Ein Bösewicht läuft frei herum? Kümmern wir uns drum. Wer denn? Mantarochen? Die Atomflunder? Die Drecksackblase? Nein, noch schlimmer. Dein Erzfeind, Killergarnele. Killergarnele! Oh nein, nicht Killergarnele. Ach da. Och, ich dachte, hier stünden Superhelden vor mir. Aber das sind offenbar nur ein paar knorrige Stücke Treibholz. Ah, Killergarnele! Ich werde dir niemals vergeben, du Irre! Das ist Endboss? Das Schlimmste überhaupt. Er hat mehr Jungfrau Manns weiße Klamotten in die Waschmaschine gesteckt mit einer roten Socke. Oh nein! Alles, was ich hatte, war danach rosa! Wie schrecklich! Ich fand aber, dass Rosa dir sehr gut stand. Wirklich? Sicher. Wie Albert. Igitt. Was ist das für ein gelbes Ding? Eine Art Schimmel? Ich bin kein Schimmel, ich bin ein Schwamm. Der Unterschied liegt im Zellaufbau. Ja, im Zellaufbau! Ja, ja, danke für die Lektion, Dr. Wissenschaftler. Wir sehen uns später, Rosi. Bei den sieben Weltmeeren! Du! Ich werde erst tun, wenn du in Gefangenschaft bist. Aber zuerst verwandle ich mich aus meiner Geheimidentität in den Meerjungfrau-Mann. Du hast doch gar keine Geheimidentität, du alter Sack. Vielleicht übernimmst du Killergarnele und ich das hier. Ich werde dich rächen, Meerjungfrau-Mann. Okay, Killergarnele. Ja, versuchen wir vielleicht in der nächsten Folge. Oder je nachdem, wie weit wir es jetzt schaffen, wie schnell wir es schaffen.